Hallo zusammen. Heute arbeiten wir am Thema Essen weiter. Letztes Mal haben wir über das Frühstück gesprochen. Jetzt wiederholen wir, was wir schon wissen. Und wir beginnen mit einer Aufgabe. Hört drei kurze Dialoge und schreibt, was essen und trinken die Kinder zum Frühstück? Dialog 1. Hallo, wir machen ein Interview für ein Schulprojekt. Zum Thema Frühstück. Sorry, ich habe keine Zeit. Eine Minute? Okay, eine Minute. Wie ist dein Name? Carola. Carola, was isst du gern zum Frühstück? Ach, oft habe ich keine Zeit vor der Schule. Ich frühstücke selten. Also kein Frühstück? Ja, doch. Manchmal kocht meine Mutter für mich ein Ei. Nur ein Ei? Ja, nur ein Ei. Und immer ein Glas Milch dazu. Okay, Carola, ein Ei und ein Glas Milch? Ja, oder ein Glas Orangensaft. Lecker. Danke. Ei mit Milch oder Saft. Mag ich nicht. Dialog 2. Hallo, wie heißt du? Daniel. Okay, wir haben nur zwei Fragen an dich, Daniel. Zum Thema Frühstück. Was magst du zum Frühstück? Vielleicht Wurst? Wurst? Nee, Wurst mag ich nicht. Ich finde, Wurst schmeckt echt scheußlich. Okay, was dann? Ja, also Müsli mit Quark? Schmeckt sehr lecker. Oder mit Obst. Äpfel zum Beispiel esse ich sehr gern. Und manchmal ein Glas Orangensaft dazu. Isst du immer Frühstück? Ja, jeden Tag. Frühstück ist wichtig für mich. Super, Daniel. Danke. Dialog 3. Unser letztes Interview. Hallo, wir arbeiten an einem Schulprojekt. Schön. Wir möchten dich zum Thema Frühstück befragen. Aber erstmal, sag bitte deinen Namen. Marina, Marina Krupp. Okay, Marina. Isst du immer Frühstück? Ja, immer. Kein Frühstück, keine Energie. Sehr gut, Marina. Und was frühstückst du gern? Gute Frage. Brot oder Brötchen mit Marmelade und Käse. Brot und Brötchen. Ich auch. Aber Marmelade mit Käse? Ja, schmeckt total lecker. Und eine Banane. Die nehme ich dann immer für die Schule mit. Sehr gut. Banane macht fit. Und etwas zum Trinken? Ja, eine Tasse Kakao oder ein Glas Milch. Super, Marina. Danke. Es geht zur Kontrolle. Vergleich die Antworten. Carola isst ein Ei. Carola trinkt Milch oder Orangensaft. Daniel isst Müsli mit Quark oder Obst, zum Beispiel Äpfel. Daniel trinkt Orangensaft. Marina isst Brot oder Brötchen mit Marmelade und Käse, auch eine Banane. Marina trinkt Kakao oder Milch. Gut gemacht. Jetzt erzählen wir über unsere Mahlzeiten. Ich bin Reporterin und ich stelle euch Fragen. Ihr müsst sie dann beantworten. Um wie viel Uhr frühstückst du gewöhnlich? Was isst du zum Frühstück? Wer macht dein Frühstück? Was isst du in der Schule? Um wie viel Uhr isst du zu Mittag? Was isst du zu Mittag?
Um wie viel Uhr isst du zu Abend? Was isst du gern? Danke für ein schönes Interview. Kinder, und welche Lebensmittel essen die Menschen jeden Tag? Jeden Tag isst man Salz und Brot. Warum isst man diese Lebensmittel, erfahren wir gleich. Dazu macht die Bücher auf Seite 59 auf, findet Aufgabe 11b. Stoppt das Video, lest den Text und antwortet. Kann man ohne Salz leben? Na, was habt ihr über das Salz erfahren? Absolut. Der Mensch braucht täglich Salz und es steht immer auf dem Tisch. Drückt auf Pause und wählt aus, was richtig ist. Also, ohne Salz kann man nicht leben. Ohne Salz schmeckt das Essen nicht gut. Der Organismus des Menschen braucht nicht viel Salz. Gut gemacht. Sagt, tut ihr viel oder wenig Salz in das Essen? Jetzt erfahren wir mehr über das Brot. Findet Punkt E. Stoppt das Video und lest den Text. So, was habt ihr erfahren? Ganz genau. Brot ist für den Menschen ein sehr wichtiges Nahrungsmittel. Es ist schon 6000 Jahre bekannt. Drückt auf Pause und entscheidet, sind die Sätze richtig oder falsch? Korrigiert falsche Sätze. Ich glaube, wir können schon prüfen. In Brot gibt es viele Vitamine. Ja, das ist richtig. Das Brot liegt immer auf unserem Stuhl. Nein, auf unserem Tisch. Man backt Brot aus Milch. Falsch, aus Mehl. Es gibt viele Arten von Brot. Absolut richtig. Antwortet, zu welchen Mahlzeiten esst ihr Brot? Danke für eure Antworten. So, das war's für heute. Mehr dazu in der nächsten Stunde. Tschüss!